Als nächstes am Wort Peter Wurm von der FPÖ. Der Tiroler ist seit der vergangenen Nationalratswahl im Herbst im Nationalrat. Ja, guten Morgen, Frau Präsidentin, Herr Minister. Ich darf zu Beginn gleich einen Entschließungsantrag einbringen der Abgeordneten Wurm, Kickel, Hackel, Doppler, Rauch und weiterer Abgeordneter betreffend Absetzbarkeit von Mietvertragserrichtungskosten und Maklerprovisionen. Der Nationalrat wolle beschließen, die Bundesregierung, insbesondere der Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz, wird aufgefordert, eine Regierungsvorlage auszuarbeiten, die eine Absetzbarkeit von Mietvertragserrichtungskosten und Maklerprovisionen vorsieht. Ja, vielleicht kurz zur Erklärung, weil die schöne Welt, die die SPÖ vor allem hier zeichnet, die existiert natürlich nicht. Wir alle wissen, und da braucht man jeden Österreicher oder Konsumenten auch nur fragen, dass heute Mieten in Österreich nahezu unerschwinglich geworden ist. Aktuelle Zahlen, 4,6% ist die Erhöhung der Richtwertmietzinsen. 4,6% und die freien Mieten sind um 8% im Schnitt gestiegen. So viel zu Ihrer heilen Welt. Im Übrigen darf ich hier noch einmal erwähnen, im Ausschuss hat mir der Herr Minister gesagt, da kann er nichts machen, weil diese 4,6% kommen ja nicht von ihm, sondern die kommen vom Justizminister. Aber das zieht sich ja durch wie ein roter Faden. Er sagt immer, er kann für Konsumenten in Österreich, und das ist das Thema heute, nichts tun. Entweder ist die EU schuld oder ein anderer Minister oder die Wirtschaftslage. Nur, das sollten wir heute mal diskutieren. Es geht, er ist ja auch nicht nur Sozialminister, er ist ja auch Konsumentenschutzminister. Und Konsumenten sind wir nahezu alle. Und da würde ich mir als Österreicher schon wesentlich mehr Schutz auch von Ihnen erwarten. Zum Budget selbst, das ist auch signifikant, das Budget im Konsumentenschutzbereich beträgt heiße 3 Millionen Euro. Mir ist schon klar, dass wir in diesem Bereich nicht das Milliarden-Budgetloch der Regierung finden werden. Aber das ist auch eine interessante Zahl. Da sieht man, was dieser Regierung der Konsumentenschutz auch wert ist. Viel interessanter im Budget selbst ist für mich aber die strategische Zielsetzung. Die kann man ausformuliert lesen. Und hier ist die erste Zielsetzung im Konsumentenschutzbereich die Erhöhung der EU-Normen in Österreich von derzeit aktuell 50% zu erhöhen auf 75%. Das heißt, das, was wir alle in Österreich haben, diese unsinnigen Schwachsinnigkeiten aus Brüssel, die uns alle belasten als Konsumenten, die will diese Regierung und der Konsumentenschutzminister von 50% auf 75% erhöhen, steht zumindest hier in Ihrem Budget. Und exemplarisch zwei Beispiele. Erstes Beispiel, Lebensmittelinformationsverordnung kommt eben, wie gesagt, aus Brüssel von der EU, müssen wir hier auf nationales Recht umsetzen bis Oktober. Der Aufhänger ist der Konsumentenschutz. Da geht es um die Allergene, haben Sie vielleicht schon gelesen, damit also alle, die Allergien haben, da quasi gewarnt und geschützt sind. Was ist aber die Realität? Die Realität, und da werden wir zum Bereich Wirtschaft noch drüber sprechen, was das für die Wirtschaft bedeutet, nur für den Konsumenten bedeutet es eines. Wenn heute Lebensmittelproduzenten dieses Gesetz umsetzen sollen, dann wird das folgende Auswirkungen haben. Das heißt, der Konsument wird in Zukunft fertig vorverpackte und vorfabrizierte Lebensmittel bekommen, weil nur die Großindustrie in der Lage ist, diese Auflagen zu erfüllen. Und das ist für mich als Konsument in Österreich keine Verbesserung. Ich möchte in Österreich österreichische Lebensmittel haben und nicht Konzernnahrung. Zweiter Punkt noch ganz kurz. IBAN, auch genannt IBAN, der Schreckliche, Sie kennen das alle. Wir sind gezwungen worden, 20-stellige Kontonummern jetzt auszufüllen, auswendig zu wissen. Ich brauche Ihnen nicht sagen, was das für meinen 81-jährigen Vater bedeutet. Der Schwachsinn hier noch einmal, das gilt nämlich auch in Österreich. International hätte ich es ja noch verstanden, aber das müssen wir auch bei Überweisungen innerhalb Österreichs machen. Und da, Herr Minister, hätte ich schon gern gewusst, im Ausschuss haben Sie mir mitgeteilt, Sie können nichts dafür, ist auch keine EU-Regel. Das haben so die bösen Banken, ich sage das Wort mit M nicht,
weltweit festgelegt. Habe mittlerweile nachrecherchiert, bitte korrigieren Sie mich, das ist 2009 in Brüssel entschieden worden. Das ist eine eindeutige EU-Vorgabe, hat also grundsätzlich nichts mit der Bankenwirtschaft weltweit zu tun. Auch interessant, die USA haben das bis heute nicht umgesetzt. So, bitte, da hätte ich gerne eine Aufklärung, Herr Minister. Wie Sie das sehen, was Sie in meinem Ausschuss gesagt, Sie können da nichts machen. Sie haben das nicht bremsen können. So, Sie sagen das generell immer, Sie können nichts tun, aber wir haben ja einen Konsumentenschutzminister und hier erwarte ich mir bitte schon, dass Sie auch vor allem unsinnige Dinge, die Konsumenten keine Verbesserung bringen, hier wirklich besser schützen in Zukunft. Deshalb noch einmal auch eine klare Wahlansage für den Sonntag. Wenn die Österreicher in Zukunft einen besseren Konsumentenschutz wollen, dann bitte FPÖ. Danke.